Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht, schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir alle nichts an! FV! Danke! Friede! Servus, hi! Wir sind nun angekommen an dem Stand von Secutor und schauen uns heute mal die neuen Handfeuerwaffen bzw. die Backups an. Und zwar fangen wir an mit der Gladius Secutor 17 Reihe. Genau, da gibt es verschiedene Modelle, auch verschiedene Ausführungen. Eben einmal ganz normal schwarz, einmal mit Bronze. Was ganz schön sind eben die Markings, die angebracht wurden und der ausgefräste Schlitten. Die haben wir natürlich dann immer in verschiedenen Farbkombinationen. Das sind jetzt hier alles Gassysteme auch. Eben hier nochmal in dem schönen Grauton. Jetzt mal als Vergleich mit Schwarzton dazu. Was ganz schön ist, was ich finde, ist eben der Griff. Der erinnert wirklich ein bisschen an Schleifpapier, kann man sagen, weil er sehr aufgeraut ist, aber hat eine unheimlich gute Griffigkeit. Sowohl mit Handschuhen als auch ohne greift man da und dann hat man die Waffe richtig in der Hand. Dann gehen wir einmal nochmal rüber. So, schauen wir uns noch die Custom Types an, also die Custom Modelle. Jetzt auf Basis von einem 1911er, eben hier mit dem, jetzt haben wir eben mit dem Typhoon, also einmal hier Typhoon, Handschalen, ist ganz schön, zudem auch hier vorne eben noch die Verlängerung. Naja, genau das zudem. Das ist jetzt aber allerdings ein CO2-System und kein Gassystem, was wir hier haben. Dann hier vorne finden wir noch die Bullum, also M9-Basis, hier eben auch CO2. Da wird es bestimmt auch Gasmagazine dann geben. Eben auch wieder in verschiedenen Farben. Das Schöne bei Secutor finde ich eben die Farbgebung. Wir haben hier wirklich einen schönen Goldton und verschiedene Grautone. Jetzt hatten wir gerade die Custom-Modelle gesehen, die wird es so nicht zu kaufen geben. Aber jetzt kommen wir mal zu der neuen Reihe, die jetzt auf den Markt kommt. Und zwar die Magna heißt die. Eben in den verschiedenen Versionen wieder. Grundlegende Basis ist hier wieder M1911. Ganz nett. Mit der Möglichkeit eben Frontside zu installieren. Auch wieder CO2-System. Dann haben wir einmal wirklich einen schönen Ton. Ich finde die Verarbeitung auch sehr gut. Einmal Olivton. Dann haben wir die Puris, die sehen wir hier ganz schön, die hat noch einen ausgefrästen Schlitten,
bin ich ein sehr, sehr schön, also bin ich ein Freund davon, weil man eben noch den Outer Barrel durchsieht mit den schönen Markings, die leicht eingelassen sind. Die haben auch die typischen 1911 Sicherungen hinten, also man muss die Waffe richtig greifen, damit man wirklich auch einen Schuss lösen kann. Weiter hören darf ich nicht, oder? Jetzt haben wir noch was für euch. Für diejenigen unter euch, die es immer wieder schaffen, ASGs zu zerlegen. Wo bimmst du denn nun hin? Ich glaube, ich muss meinen Kameramann entlassen. Genau, also Rückführung. Die Sache ist, wenn ihr viele ASGs zerlegt, das heißt kaputt macht, dann haben wir auch noch eine Lösung für euch, wenn ihr auch wirklich gar nichts trefft. Hilft auf jeden Fall. So, dann sehen wir noch die Secuta S-Serie. Die hatten wir auch schon bei uns im Review. Review findet ihr auch irgendwo verlinkt. Keine Ahnung, wo ist der Häubi wieder verlinkt. Aber hier seht ihr auf jeden Fall die RS-Reihe. So, hier sehen wir nochmal die Gas-Serie von den Secuta Felites. G hier für Good oder Great. Außer die unterste, die steht wieder für sinnbefreit.